Florian Danner, zu dem sagen wir allerdings nicht guten Morgen, sondern guten Abend. Der ist nämlich in Washington und da ist es mittlerweile schon spätabends, oder? Spätabends ist es hier und auch wirklich kühl. Wir haben trotzdem unsere Jacken inzwischen weggeschmissen. Die Stimmung ist hinter mir im Weißen Haus oder vor allem vor dem Weißen Haus recht gut. Im Weißen Haus passiert momentan nicht viel. Wir haben zwar gerade vorhin ein bisschen Disco-Beleuchtung gehabt. Das lag an ein paar Polizeiautos, die davor gestanden sind und sich wunderschön reflektiert haben am Weißen Haus. Das ist jetzt wieder vorbei, wie wir gerade sehen. Wie haben denn die Amerikaner reagiert? Wie war denn die Stimmung, als um 5.18 Uhr unserer Zeit bekannt geworden ist, dass Barack Obama weitere 4 Jahre der Präsident der Vereinigten Staaten bleibt? Also hier in der Hauptstadt Washington war natürlich dann gleich der Teufel los. Da war die Stimmung ohnehin immer schon sehr pro Obama. Jetzt ist es noch viel mehr so. Es ist dann gleich mit Hubkonzerten losgegangen. Viele, viele tausend Studenten sind zum Weißen Haus gezogen und haben auch diesen Sieg von Barack Obama gefeiert. Thomas Hofer analysiert mit uns schon den ganzen Morgen oder Abend hier bei uns in Washington diese Wahl. Jetzt ist es gelaufen. Wir haben vorhin auch die Siegesrede von Barack Obama gehört. Das war jetzt wieder so eine hoffnungsvolle Rede, wie wir sie eigentlich von vor 4 Jahren gewohnt waren, oder? Ja, einerseits ja, er hat 3 Dinge gemacht. Erstens hat er natürlich den Leuten gedankt, denen er wirklich diesen Sieg zu verdanken hat, also vor allem seinem Kampagnenteam. Dann war das Zweite ganz richtig, dass die Rückkehr eigentlich zur Hoffnungsbotschaft von vor 4 Jahren. Er hat durchaus auch einige seiner Highlights der ersten 4 Jahre nach vorne gestellt, zum Beispiel die Gesundheitsreform. Der dritte Teil war aber der wichtigste in dieser Rede und das war das Hände ausstrecken und Richtung Republikaner. Er hat mit Romney sehr gelobt, er hat gesagt, er möchte sich in den nächsten Tagen mit ihm zusammensetzen, um zu sehen, was man gemeinsam vielleicht für das Land machen kann. Und damit signalisiert er einfach das, was er jetzt machen muss. Er muss einfach mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus, das sind die Republikaner dort, nämlich in der Mehrheit, einfach versuchen, gemeinsame Sache zu machen und gemeinsam Reformen auf den Weg zu bringen. Das ist die große Herausforderung für ihn. Auch wenn er jetzt die Wahlmänner relativ deutlich für sich entschieden hat, darf man eines nicht vergessen. Dieses Land ist weiterhin geteilt. Wenn man jetzt die absoluten Stimmen hernimmt, ist er so weit nicht vorne und das muss er einfach jetzt auch mit einrechnen in seine Strategie. Hände ausstrecken also Richtung Republikaner, auf der anderen Seite aber auch Hände ausstrecken Richtung Männer in Amerika. Die haben ihn nämlich eindeutig nicht gewählt, da hat Mitt Romney eine Mehrheit. Barack Obama ist der Präsident der Frauen. Ja, das ist völlig richtig, das war aber auch so zu erwarten. Er ist auch nicht der Präsident der Weißen und er ist auch nicht der Präsident der älteren Bevölkerung. Also da hat er natürlich einiges aufzuholen, das ist keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, wo er wirklich stark war. Also er hat wirklich bei den Minderheiten, bei den Latinos, bei den Jungen wirklich satte Mehrheiten eingefahren und hat einfach mit einer perfekten Kampagne die Mobilisierung geschafft, die er brauchte. Und wir dürfen nicht vergessen, alle haben in Europa immer geglaubt, es kann nur Barack Obama gewinnen. Das stimmt so nicht, denn hier in Amerika ist die Stimmung wirklich sehr gedämpft gewesen vor diesem Wahlkampf, weil einfach die Wirtschaftsdaten schlecht sind. Und angesichts dessen ist es eigentlich fast überraschend, dass er das doch relativ klar, zumindest von den Wahlmännern her, gewonnen hat. Jetzt gibt es eben diese 4 more years, die vielen Menschen auch schon durch die Gegend gerufen haben. Wie leicht werden diese 4 more years für Barack Obama jetzt? Nun, es hängt sehr viel davon ab, was in der Republikanischen Partei passiert. Viele hier in Washington reden schon von einem Bürgerkrieg innerhalb der Republikaner. Es wird sehr darauf ankommen, wie die diese Niederlage jetzt interpretieren, wie sie damit umgehen. Es wird sicherlich einige geben, die hergehen und sagen, naja, der Herr Romney war einfach zu wenig konservativ. Wenn die sich durchsetzen, dann wird Obama mit einer sehr, sehr heftigen Widerstandsfraktion quasi bei den Republikanern im Repräsentantenhaus zu tun haben. Und das muss einfach versuchen zu überwinden. Er muss einfach versuchen, jetzt wirklich bipartisan, das heißt parteiübergreifend, Reformen durchzusetzen. Ob das gelingt, hängt wie gesagt sehr stark von den Republikanern ab. Die bisherige Bilanz von Barack Obama ist ja doch sehr überschaubar, wenn man sich bei den Amerikanern umhört. Jetzt geben sie ihm sozusagen eine zweite Chance für 4 weitere Jahre. Wird er denn jetzt dann doch als Präsident der großen Reformen in die Geschichte eingehen?
Also ich glaube, dass die Gesundheitsreform durchaus dann posthum quasi, das hat er natürlich jetzt umgesetzt schon in den ersten 4 Jahren, durchaus als großer Wurf durchgehen kann. Ich glaube, da ist mehr erreicht worden, als ihm jetzt zugestanden wird, vor allem in der amerikanischen Bevölkerung. In Europa wird das ja eher gefeiert. Die Frage, ob er wirklich die Staatsverschuldung in den Griff kriegt, ob er die Arbeitslosigkeit wieder runterkriegt und ob er Amerika auch wirtschaftlich so erneuern kann, wie das notwendig ist, gerade gegenüber den neu aufkeimenden Staaten und den erfolgreichen Staaten wie China, Brasilien etc. Das ist wirklich die große Herausforderung für die nächsten 4 Jahre. Das ist jetzt noch zu früh, letztgültig zu beurteilen. Mr. Cool, Mr. Nice waren so immer die Attribute, die man ihm zugeschrieben hat in den ersten 4 Jahren. Was wird sich da jetzt in den zweiten 4 Jahren ändern? Also Mr. Cool war er im Wahlkampf dann nicht immer. Ich erinnere schon an die erste Präsidentschaftsdebatte, da war er ganz uncool und eher angeschlagen eigentlich. Also da hat man schon eine Veränderung gesehen. Ich glaube nur, dass jetzt diese Coolness, diese sehr oft angesprochen, durchaus ein Vorteil sein kann, wenn es darum geht, eben die Republikaner mit an Bord zu holen. Dieses Land ist geteilt, das ist zerstritten, es ist noch nie so polarisiert gewesen wie jetzt, in den letzten Jahrzehnten eigentlich, und das ist die große Aufgabe für ihn, dass er wirklich diese Coolness quasi ein bisschen überträgt auf die Republikaner. Ob das gelingt, ich habe noch meine Zweifel, aber das ist jedenfalls das, was er jetzt probieren muss. Noch feiert Barack Obama in Chicago, aber ab morgen hat er hier wieder seinen Job zu erledigen im Weißen Haus, und dann werden ihn alle auf der Welt natürlich beobachten, wer sich dann als Präsident macht. Vielen Dank, Florian Danner.